Müssen wir jetzt einfach den Wolf damit abschießen? Ja. Ja. Kapitel 8. So. Geige. Gerade im Durchlaufen gehen wir noch die Geige ab. Wo willst du hin? Wir haben... Wimmelbild. Achso. Stimmt. Da du ja so wenig gemacht hast. Ja. Ah, und ein Cello war das. Mhm. Was uns noch gefehlt hat. Mal bei den Spielen ist man immer so voll konzentriert. Ja. Man tut überhaupt nicht mehr großartig reden. Das ist echt brutal. Außer man konzentriert sich halt nicht so sehr und redet dafür viel und ja. Dann geht halt nichts. Vergisst halt ständig irgendwelche Dinge. Kennt man ja auch. Mhm. So, da hast du es. Wenn ich mal was gefunden habe. Das ist wirklich, wer haut jedes Mal die Sachen wieder neu rein? Ja, denn ist extrem langweilig. Die Wolfsprinzessin so. Ich baue das Ganze. Ich baue das Ganze mal auseinander und dann braucht er länger. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Teil. Mhm. Jetzt brauchen wir noch so einen, langen Stab. Stopp. Super. Und ja. Haben wir das Jello. Das kann ich. So, wo haben wir das nächste Bild? Da und da und da. Soll ich helfen? Nee. Du hast mich, stimmt's? Es muss ja eh gemacht werden. Ja, aber warum kannst du nicht zuerst mir ein bisschen Pause geben und zuerst die Sachen erledigen, die du schon machen kannst? Es ist doch kein Problem, danach dann hinzugehen und... Wie ich dich ärgern mag. Außerdem kann ich ja bloß das Cello erstmal zurückgeben. Ja, na und? Vor allen Dingen, jetzt läuft so Holzform auf. Nehehe. Da ist ein Auge. Ja, ja, jetzt lass mich doch... Ich habe noch nicht mal unten hingeguckt, jetzt lass mich doch mal. Ich wollte nur ein Auge darauf werfen. Auf was? Auf das rote Auge. Wolltest du Kugelstoßen spielen, oder was? Murmel. Schau, und da ist noch so schönes, gammliches Brot und ich glaube, das wäre ganz super funktioniert. Da bin ich überzeugt davon. Ich kann's. Ja, dann mach, weil ich hab meine Augen tun weh. Okay. Oh. Dann lasse ich dich jetzt erstmal in Ruhe mit Wimmelbild. Oh, Schmerz. Oh. Aua. Heretischer Schild. Aha. Interessant. Das warst du, gell? Dann brauchen wir jetzt noch eine Querflöte. Wimmelbild haben wir eh keins mehr. Das liefern wir kleiner ab. Da müsste noch irgendwo eine Tür sein, wo wir mit dem aufmachen können oder so. Nee, das ist ein Wolfsgesicht. Nochmal.
verfehlt uns der Kamm. Mhm. Ein Schild. Nee. Aha. Ja, mit dem Schild. Alles versuchen. Ich krieg Kopfweh. Man muss halt alles versuchen, ja? Aber ein bisschen logisch denken kann man auch in dem Wimmelspiel. Ich habe ja gedacht, das kann ich jetzt bei den Löwen draufsetzen. Da, das verändert sich, guck da drauf. Ah, Tatsache. Da ist nix. Zwei in einem Bild. Hm. Hm. Da war nix mehr, gell? Nee. Ein Schild. Ich mag mal nochmal die Bildschirme ablaufen. Vielleicht passiert noch irgendwo was. Halt. Das ist nix. Au. Aua. Okay, die sind jetzt weg. Und lässt diese noch schöner aussehen, so. Da haben wir alles schon gemacht. Hat das schon immer so gedampft? Ich glaube ja, keine Ahnung. Nee. Hm. Okay, dann doch nicht. Habt ihr gesehen, hat sich was verändert. Mhm. Was ist das mit dem Löwen auf sich hat? Nix, der steht halt da rum. Da ist auch nix. Da ist auch nix mehr. Ziehe, spüre die Königin der Wölfe auf. Da braucht Aki. Darf ich mal? Ja. Wir brauchen noch eine Querflöte. Okay, ich finde es irgendwie gruseliger, wenn jemand drin ist in der Zelle. Was hast du ja schon probiert? Vielleicht das Schild bei dem Wolfskopf mit ransetzen? Hm. Nee. Habe ich mir aber schon vorher gedacht. Jetzt sind wir so gut vorangekommen. Käfig war auch nichts mehr, oder? Das ist kein Käfig, das ist eine Lampe. Oh. Manchmal hilft es, Bild zu klicken.
ohne Grund. Schmerzen hier. Oh. Huscht. Huch. Hopsala. Ungeschickt. Ach nein, wie geht denn sowas? Wieso? Wein? Eldras Maske. Setzen wir die mal beim Wolf ein. Natürlich, das passt jetzt mehr. Ein Löwenkopf ist voll daneben, aber menschlicher Schädel ist okay. Die unglückliche Königin verstarb still und leise in diesem abgelegenen Raum. Ich habe den König der Wölfe besiegt und die Kraft des Wolfsamulets erlangt. Nun gehorchen die Nebelwölfe meinen Befehl. Ich frage mich, was Raphael von all dem halten würde, ob er stolz auf mich wäre. Ich glaube weniger. Ach! Da kam... Danke, dass du das so schnell machst und ich nichts lesen kann. Achso, entschuldige. Die Schwestern ziehen Theresa mir wieder vor. Sie beabsichtigen, sie zur Anführerin zu wählen. Ich werde mich in das Nebelreich schleichen und mich des Königs der Wölfe entledigen. Damit kann ich meine Überlegenheit Theresa gegenüber ein für alle Mal beweisen. Nach all dieser Zeit hält Eldra weiterhin ihre Liebe zu Raphael fest. Ja, das habe ich jetzt schon gelesen. Okay, das Wimmelbild lasse ich dir jetzt mal. Nee, das machst du jetzt. Danke. Jetzt habe ich genug ausgeruht. Wie man es macht. Das kennt man ja. Ja, ich kenn's gut. Ich hab nie, dass du was falsch machst. So. Und da haben wir ein Wolfs-Emblem. Ein Wölflein. Weil ich jetzt echt nicht wüsste, wo ich das einsetzen soll. Aber dafür weiß ich, was ich mit dem Kamm mache. Mit dem echt wahnsinnig hübschen Kamm. Und rechtes Palast-Emblem. Die haben halt wieder vergessen, dass es hier um Wölfe geht und nicht um Piraten. Viel Spaß. Richte die Gegenstände so aus, dass sie richtig in ihre Rahmen passen.
Was macht der zweite Knopf? Der bewegt alle drei. So? Mhm. Nach. Nachts. Das hat doch gepasst. Nee, so kriege ich das, glaube ich, eine ganze Ehre. Nur über die Beine werde ich es nicht ganz schaffen. Menu. Fast. Jetzt wird... Warum sollte ich die beiden miteinander vertauschen? Nein! Effekte. Schwurbel, wurbel, schwurbel, wurbel, wurbel. Schbloin. Ah, und es geht auf. Da haben wir nicht. Die aufwendig bestickten Umhänge und die schwere samtene Krone lassen den König pompös und eitel aussehen. Wir beide so, Das war echt nicht, das war schon so. Wölflein, und die Eule. Jetzt sieht man noch was. Ja, ein Adler. Ah, das war das. Das Portal. Da fehlt uns ein Schlüssel. Das ist ja. So machen. Kapitel 9. Okay. Ja, okay. Klick, 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 klick. Guck, da stehen sie so und wenn du hingehst, stehen sie so. Komisch. Okay, da brauche ich einen Schlüssel. Ist es das sagenumwobene Land, in das der König des Nebelreiches gelangen wollte? Blümchen. Da ist noch ein Chamäleon. Die saftigen Äpfel sehen im Mondlicht ganz besonders appetitlich aus. Ups. Doch ein Frosch. Ein Frosch? Hä? Ich glaube, hier kommen wir sonst nicht weiter. Doch nur der Frosch. Okay. Muss ich denen die Blume geben? Andersrum? Nee. So, wirklich hier weiter. Guck mal auf die Karte. Ah. Da ist wieder ein Wimmelbild. Ein Wimmelbild. Wimmelbild.
Aber langsam merke ich schon, wie das Gehirn langsam käst. Ja, das echt. Ach, da hast du die zwei Schwänze. Ein Schädel. Auf dem Schild und... das ist da. Bei der Lena. Okay. So. Mit dem Schädelhelm gehen wir jetzt nochmal ganz kurz zurück. Mal schauen, ob ich dann schon weiterkomme. An diesem dunklen Ritter fehlt ein Teil der düsteren Ausrüstung. Vielleicht jetzt die Blumen? Ein glänzender Teil der Ausrüstung. Der Bogen? Ich gebe doch den Bogen nie aus. Wahrscheinlich Schwerter. Ich habe jetzt eine schwarze und eine weiß-rosa, aber...